Ja, hi Füchse-Fans, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch den THW so ein bisschen vorzustellen und habe hier auch super Material dafür an die Hand bekommen. Und man sieht hier auch, die Taktiktafel vom Dagor ist schon zu Hause, insofern improvisieren wir jetzt mal ein bisschen. Und ich stelle euch heute mal so ein bisschen die Starting Seven vor, wobei das beim THW ja immer so ein bisschen schwierig ist, da eigentlich nur Weltklasse-Spieler spielen. Aber im Tor gehen wir mal davon aus, da wird der Thierry Omeyer stehen, der soll möglichst wenig Bälle halten am Wochenende und dann hat er seinen Job auch gut gemacht, aus unserer Sicht. Da wird wahrscheinlich auf links außen mein Nationalmannschaftskollege Dominik Klein spielen. Den legen wir mal auch dann entsprechend hier links außen hin. Im linken Rückraum wird es der Kollege aus Tschechien sein, der Philipp Biecher. Auf der Mitte wird es der Kollege Daniel Nassis aus Frankreich sein. Im rechten Rückraum, der vermutlich im Moment beste Rückraum rechte, vor allem wenn man Abwehr und Angriff zusammennimmt, Kim Andersson aus Schweden. Rechts außen der ehemalige Nationalmannschaftskollege, muss ich ja jetzt fast sagen, der Christian Sprenger leider zurückgetreten ist. Christian Sprenger. Und die Maschine aus Schweden, der irgendwie keine Schmerzen, kein gar nichts kennt. Markus Alm aus Schweden. Die Schwierigkeit gegen die Kieler ist, dass sie es eigentlich versuchen, durch viele Situationen, sprich beispielsweise der Ball geht von Nassis auf Jicher, der Jicher macht das Spiel breit, spielt den Nassis schon im Lauf an, der hier Druck macht. Wenn der jetzt noch keine Situation hat, eventuell ist Markus Alm schon hier, 110 Kilo, macht da seine Sperre, kriegt vielleicht den Ball. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat Daniel schon die Chance, vielleicht aber auch nicht. Läuft der Ball weiter, kommt raus für Philipp. Der hat wieder seine Chance, der hat vielleicht Markus Alm, geht aber auch weiter. Jetzt hat vielleicht Kim Andersson die Möglichkeit, hier durchzubrechen, vielleicht den Ball nach außen zu spielen. Vielleicht kreuzt er hinten aber auch nur einfach rum. Kann zum Abschluss, und ich glaube, Kim ist einer der wenigen, der in jeder Situation irgendwie jeden im Blick hat, sowohl den Links- als auch den Rechtsaußen, den Kreisläufer und seine beiden Rückraumspieler, als dass der den Ball überall hinbringen kann. Und ihr seht, da ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei. Und dann, wenn gar nichts mehr geht, dann wirft er den Ball von 11 Metern noch ins Tor. Insofern, ihr seht, mit was für Problemen wir im Moment zurzeit zu kämpfen haben. Wir werden aber zusehen, eine Lösung zu finden und hoffen, dass ihr uns auch zahlreich unterstützt. Und insofern gebt Gas, dass wir den THW jetzt endlich mal die erste Niederlage beifügen dieses Jahr.